So, wir schauen auf die Bahn 3, der vierte der deutschen Jugendmeisterschaft. Gavin Mark Auerswald, der geht hier auch am schnellsten an. Und wir klopfen wieder ein für die Hürdenläufer. Die Höhe ist natürlich jetzt ganz anders als bei den Frauen, als bei den Mädchen. Und Gavin in seinem ersten Männerjahr. Aber vom auf der Bahn 3, genau, jetzt ist er in Führung. Karl Moritz Meyer ist in Magdeburg dahinter. Und der Berliner wird das Ding für sich entscheiden. Genau, jetzt wieder durchs Ziel. Und gleich Thomas. Die Zeit von Michael Klöber.